25. März 2019, 18.42 Uhr, rix.t-online.de. Herzogin Meghan, sie erwartet ihr erstes Kind. Quelle Imago: Herzogin Meghan hat sich in die Babypause verabschiedet. Doch schon jetzt plant die werdende Mutter ihr royales Comeback. Der erste Termin für die Frau von Prinz Harry soll bereits feststehen. Hier wächst der Babybauch von Herzogin Meghan. Ende April, Anfang Mai werden Prinz Harry und Herzogin Meghan zum ersten Mal Eltern. Wenige Wochen vor der Geburt des royalen Sprösslings hat sich die 37-Jährige zurückgezogen. Termine im Namen der Krone nimmt die ehemalige Schauspielerin erst einmal nicht mehr wahr. Ein Termin, der ihr am Herzen liegt, wie die amerikanische Zeitschrift Vanity Fair berichtet, soll Herzogin Meghan jedoch bereits an ihrem Comeback arbeiten. Royal-Reporterin Katie Nischol ist sich sicher, der erste Termin der Herzogin wird im Herbst sein. Denn vom 22. bis 25. Oktober findet in London der Huanyang World-Gipfel statt. Bereits 2014 wirkte sie beim jährlichen Gipfeltreffen der Organisation als Botschafterin, auch 2016 nahm sie teil. Bei beiden Terminen war Herzogin Meghan noch nicht mit Prinz Harry verheiratet. Harry will Meghan so gut wie möglich dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, heißt es aus Palastkreisen, so Katie Nischol. Zudem sei der Termin für die 37-Jährige ein perfekter Einstieg zurück in den royalen Alltag, weil ihr dieser Jugendgipfel seit Jahren sehr am Herzen liege. Vom Kensington Palast wurde der Termin bis jetzt allerdings noch nicht bestätigt. 6 Monate wäre Herzogin Meghan dann in der Babypause. Auch Herzogin Kate verbrachte ein halbes Jahr im Mutterschutz. Sohn Louis kam im April 2018 zur Welt. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die Frau von Prinz William dann im Oktober. Im Londoner Viertel Piddington besuchte sie damals ein Outdoor-Lernzentrum der Sayerscroft Forest Schule. Verwendete Quellen.